So, ihr Lieben, da sind wir wieder da. Marlene hat sich ein Bierchen geholt. Nein, du hast dir einen Wein geholt. Ich habe mir ein Bier geholt. Die letzte Aufnahme ist gerade verschossen. Genau. Und wir fangen gleich nochmal an, weil es dauert jetzt nicht lange. Genau, es ist echt ärgerlich. Aber wir lernen es auch nicht. Ja. Ey, Mietz, alles easy. Ja, mach das doch mal. Okay. Ey, Süße, alles klar, Mann. Hey, lass mich doch in Ruhe, du blöder Sprecheklapper, du blöder, dober Chuck Norris Macho verschwitzt. Was? Gefällt dir meine Kaffee nicht? Nein. Ja, genau. Es tut mir leid, Liebes. Es war voll daneben von mir und ich möchte dich doch heiraten. Ich kenne dich zwar nicht, aber bitte nimm an. Ich bin ja doch die Schwester von King Graham. Und wie heißt denn du eigentlich? Hm? Stimmt, dein Oberteil sieht sehr danach aus. Ich heiße Erik. Tut mir leid, dich hier kennenzulernen, Erik. Oder auf Deutsch Erich. Überhaupt. Kannst mir auch Erich nennen. Ja, Erik ist ein nordischer Name, ne? Ja, voll die blöde Sache mit dem Namen. Wie heißt du denn eigentlich so? Helami. Das klingt wie ein Fluch. ich schlei mal. Voll der sexy Name. Also, was tust du hier, Salami? Ey, Helami. Das gleiche wie du nämlich an. Fragt euch so blöd, ich bin eine Gefangene. Das heißt, ich habe hier in diesem scheiß Laderaum rum, ne? Wollte hier oben mitfliegen. Was kannst du denn verbrochen haben, ey? Hast du deine Zähne nicht geputzt heute Morgen, oder was? Also mach mich doch nicht so blöde von der Seite an hier, ja? Ich bin immerhin die Schwester von King Graham. Aber eigentlich habe ich gar nichts verbrochen. Meine Familie ist in die Minen deportiert worden und mein Vater beging den Fehler, sich mit einem Colli anzulegen. Weißt du, da liegt was? Mit einem mit einem Colli jetzt. Mit einem Colli, ja. So ein Tuscheltier auf ihr Beinen, glaube ich, ist das. Du denkst, was ich denke, ne? Und mich haben sie auf ihre Liste genommen. Ich war ein paar Wochen im Wasserfels im Gefängnis und werde jetzt an irgendeinen Colli verkauft. Dann muss ich Sex haben. Das ist ziemlich eklig, das Ganze, ja. Und kriegst dann auch einen Halsband. Aber nicht zu verraten, weil das soll ja eine jugendfreie Sendung hier werden. Ach so. Bekommst du dann auch ein Halsband um, wenn du an einen Colli verkauft wirst? Kann gut sein, ja, aber immerhin ist es immer noch besser, als in einer Drachenenklave zu enden. Jo. Ja, ob jetzt Drache oder Colli, ich weiß ja nicht. Ja, du hast dann einen Colli verkauft, das ist doch mal was, ne? Das ist aber echt. Planet der Affen mal anders. Ja, an einen Kollaborateur. Ach so. An irgend so einen Mistkerl, der mit den Drachen zusammenarbeitet. Alles Säue, alles Kerle. Wie uncool. Ich eigentlich gar nicht die Schwester von Dingsdar, sondern von Alice Wasser. Ja, aber diese Typen haben immer Sonderrechte, weißt du. Ja, der wird schon seine Freude an mir haben. Wie meinst du das jetzt, Mann? Verrate ich nicht, ist jugendfrei. Mist im Besorgen, oder? siehst du, der denkt, was ich sage. Das kannst du laut sagen. Diese Typen sind echt widerlich. Keiner mag sie, außer den Drachen. Und die sind auch noch viel, viel widerlicher. Ja, die mögen sie nicht. Ja, so eklig grün und reden auch so seltsam. Nicht so schön wie ich. Grün ist doch schön. Sehr schön. Werden bei euch alle Schwarzfahrer exekutiert, sag mal? Was ist, muss ich meinen Leichenbestatter anrufen? Oder wer übernimmt die Lebensversicherung? Nein, so nicht. Aber eingesperrt werden wir. Die Drachenflieger haben das verbriefte Anrecht auf sofortige Bezahlung. Wenn du nämlich keine Kohle bei hast, dann landest du hier mit mir, ja, in meinem schicken grünen T-Shirt. Okay, das dann nehme ich niemals Geld mit. Wie die türkisen Strumpfhosen von King Graham, ne, mit den Steuern, die sie abgeben müssen, ist das aber eigentlich auch nur recht und billig, auch wenn man grüne T-Shirts trägt. Ja. So ist das. Bist du eigentlich in Wirklichkeit blond oder ist das gefärbt? Nein, in Wirklichkeit bin ich grünhaarig, wie mein T-Shirt. Weil die Drachen uns die Drachenfliegerei vermiesen wollen. Damals verschwanden erst die Drachenmeister, danach die Dracheninseln, weil man muss ich dir eigentlich alles zweimal erzählen hier. Hättest du mal gleich das erste Mal zugehört, müsste ich das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, ja? Na, da egal, kann ich nichts ist halt dafür. Da ist doch das Aufnahmeprogramm abgeschmiert, du. Ja, ich weiß, ich mach das. Daher müssen wir diese Scheiße unterhalten. Ja.
Ich hab lange. Aber jetzt mal weiter, du weißt doch, wie lange das dauert. Die Drachenmeister, was ist denn das? Ich hab einen Lachfläsch. Ich frage mich, wo du herkommst, vom Mond oder was, Erik? Ja? Jedes Kindlein, du kommst nämlich aus Paris, das weiß ich genau. Ja, Pariser sind ziemlich doof. Na, lauter Tüten sind das. Jedes Kind weiß, dass die Drachenmeister einst die besten Drachenzüchtungen besaßen. So grüne und gelbe, bunte. Ich will rosa. Rosa. Ja, das ist auch rosa. Aber dann verschwanden sie alle. Das ist über 800 Jahre her. Keiner weiß wohin. Aber man ist sich ziemlich sicher, dass es die Drachen waren. So. Und was soll das mit den Drachen? Warum heißen die so? Ja, damit das sich das auf Drachen reimt oder warum? Ja, weil sich Drachen reibt. Das ist doch ganz einfach, ey. Und Drachen ja. Kacken? Drachen reimt sich auf Kacken, aber sie wollen nicht. Das ist ja über schnelle Kraft. So wie es früher unter den Drachenmeistern war. Ein schwaches Volk ist gleich das zu beherrschen, wenn die auch noch dumm sind. Dann ist was so bringst du da aus der Form? Okay, was hat denn diese... Das weißt du auch nicht, was weißt du eigentlich? Die Drachen-Insel verschwand. Da warst du zusammen mit den Drachenmeistern. Mir beschlägt dir gerade meine Brille. Die deine Luft. Der Laderaum. Genau. Die müssen das lüften. Aber lest es selber, ich kann gerade nicht. Oh Mann, also Tarn und Schaden und überhaupt und ja. Was ist ein Tarn und Schaden? Ich weiß es nicht, also das Inselreich ist schon. Aber als die Drachenmeister damals verschwanden, wurde auch der Tarn seines Amtes enthoben und liquidiert. Das war bestimmt sowas wie der Kahn. Und wurde er zu Wasser gemacht? Wie geht das? Wasser und Luft und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte, mir ist meine Brille beschlagen, ich muss so lachen. Viele versuchten seither die geheimnisvolle Dracheninsel wiederzufinden, aber es gelang niemandem. Ja, das niemandem ist halt, weil niemand die Karte auf der Festplatte abgespeichert hat. Sei mir schuld. Das ist wie mit der Nadel im Heuhaufen bei King's Quest. Und wir haben keine Ameisen. Ich nehme an, wir kommen jetzt nach Waringen in den Stadtgefängnis und von dort später weiter. In ein Stadtgefängnis. Ich rufe meinen Anwalt an und dann kommen wir in eine Zelle und dann können wir da schöne Dinge tun. Und was soll Onkel und deine Mami anrufen, ne? Mit einem Militärtransport wahrscheinlich. Hey. Ach so, Mami, ja stimmt, die muss ich ja auch noch anrufen. Ne? Da habe ich letztes Jahr nichts zum Geburtstag. Every woman loves a fascist. Yeah, yeah. Wie ist es da so in einem Gefängnis? Der kann Fragen stellen. Oh Gott, wie soll es das schon sein? Meine Güte, aber wirklich schmutzig, feucht, kalt, was weiß ich. Ich war da noch nie. Aber man sagt, die Wachleute dort sollen Schlafmützen sein. Schlafmützen. Ah, die schlafen also gerne. Yeah, oder die haben Mützen auf, die schlafen wahrscheinlich so. Oh Gott. Bist du jetzt blond gefärbt? Ey, ich meine schwarz gefärbt. Oder das hast du mich schon mal gefragt. Ich habe gesagt, ich habe grüne Haare wie mein T-Shirt. Ach so, stimmt, ja. Ich bin sehr vergesslich, weißt du. Mir wird es im Gefängnis jedenfalls sehr gefallen mit uns beiden in einer Zelle. Ja, ja, das stimmt auch. Mit dir so alleine bin ich dann weg. Wie lange wird denn der Flug eigentlich noch dauern? Bis weißt wir ja mit unserem Gelaber fertig sind. Und das ist hoffentlich nicht mehr lange. Waringen ist ziemlich nah, aber ein Grund zur Freude ist das wahrhaftig. Woher weißt nicht. Du das? Hier ist überhaupt kein Fenster. Kannst du gar nicht wissen, wo wir eigentlich sind. Oder bist du schon auf der Schwarz gefahren? Ja, aber ich habe das in meinem grünen T-Shirt. Da fühle ich das alles. Ach du hast es im Urin oder so. Nein, aber was hältst T-Shirt du davon, wenn wir von dem Gefängnis einfach abfahren? Ne? Hast du mal sowas gemacht? Das ist cool, du. Ja, Und wie soll das dann gehen? Das ist ganz einfach. Ja, wie wollen Sie denn das aussprechen, wir beide? Du bist aber putzig. Ja, danke. Wie willst du das anstellen? Das weiß ich auch nicht, aber irgendwie schaffe ich das schon. Ne? Also ich hau da mit meinem Chuck Norris Superschlag einfach die Tür ein. Ne? So. Ja, das haben schon andere vor mir gemacht. Ja, mir wird schon was einfallen, Baby. Vertrau mir und bleib immer in meiner Nähe. Ne? Ja, passt. Ich vertraue keinen Mann mehr über 30. Und auch keinen über 30. Nee. Also gar niemand.
Nee, soweit ich weiß, liegt das Gefängnis in einer schwer bewachten Kaserne. Wie willst du da denn ausbrechen? Hä? Du mit dem, hast du da noch so ein komisches rotes Tuch um Hals oder was ist das da? Ja, das ist cool, weißt? Das war zu der Zeit, als ich von der Erde kam, Mode. Oh Gott, das ist aber schon lange her, oder? Das ist für den Kolli, aber dem werden wir jetzt ja nicht mehr begegnen. Ah, ich wusste, dass du keine Idee hast. Wieder typisch. Und wir werden garantiert sowieso in getrennte Zellen kommen. Also schmink dir das ab, mein Junge. Ja, da werden wir noch nicht mal einen Plan liegen. Och nee, Mann, ist das nee, fies. Nee. Meinst du echt, ja. Trenn so nach Frauen und Männern? Das ist ja gemein. Ah, da können wir uns ja gar nicht fortpflanzen. Das ist ja fies. Mit dir würde ich mich sowieso nicht fortpflanzen wollen. Nee. Warum? Mm-mm. Grüne Haare, nee. Braune Haare, das macht sich. Nee. Nee, nee, wenn wir erwischt werden, dann geht's uns nämlich echt dreckig hier. Echt, du. Bei der Fortpflanzung meinst du, oder beim Ausbrechen? Ja, genau. Bei beidem. Tja, ich sag immer Tja mit T und Ja getrennt, ja? Heißt Tja. Ja, das sage ich immer so, ne? Ah, mir fällt schon was ein. Ich hol dich dann einfach aus deiner Zelle raus mit meinem Jock Norris Superhieb. Und dann kannst du dir ja immer noch überlegen, ob du mitkommst oder da bleibst und die Wände tapezierst oder so, ne? Ja, und ich glaube, jetzt sind wir gleich da. Dieses Angebot mache ich nur dir, ne? Sonst oh Gott, niemanden, Gott, weil du jetzt hier gerade neben mir sitzt, ne? Also scheiß auf, ja Mensch, niemand. Warum immer ich? Ach, jetzt muss man still sein, jetzt reden die, ne? Ja, da redet gleich einer. Okay. Schaffen wir das noch? Ja, ne? Müssen wir schneller machen. Psst. Nein, man ist gefangen und gefesselt wie ein gemeiner Dieb. Der Erzähler ist nämlich richtig gut. Mhm. Okay, ja, sind gut. Wir da. So, jetzt machen wir schnell. Ich bin Husperul, der diensthabende Wachmeister. So, so. Was wollt ihr hier? Mach doch mal, der hat mich gepiekst. Dieser Typ hat mich gepiekst, einfach so in den Hintern. Das ist doch nicht, das ist doch illegal. Jetzt muss ich meine Krankenkasse melden. Halt die Klappe! Ach nee, das warst du ja. Oh, Karl mit dir, Husbaru. Der Kerl hier ist ohne Geld mitgeflogen. Das Mädchen soll ich nur hier abgeben. Ja, das mache ich doch glatt. Sie heißt Salami, Helami. Ja, das ist nicht so schlimm. Verzeih mir, Balkop. Na, für blinde Passagiere haben wir hier ein hübsches Plätzchen. Von was redest du, Stinknase? Ich bin keine Stinknase, ich hau dir gleich in deine Chuck Norris-Dinger da. Und ihr kommt ich jetzt sieh sogar aus wie Chuck Norris, ja? Ja. Ich will einen Anwalt, will ich. Nein, ja. Kriegst aber keinen, ne? Ich muss den Bernd Römer anrufen. Von Barbara Sahnisch. Ist aber Staatsanwalt. Ach so, stimmt, scheiße. Ne, ja. Ja, ich muss jetzt weiter, fetter Husbarul. Mach's gut, Mann, und leb wohl, Alter. Tschüss. Hi, da geht er. Mann, seid ihr Rüpel. Aus dem Furz der die ganze Zeit. Das ist voll also blöd. Ihr zwei wandert jetzt erstmal hier ab in den Knast, ja? So. Aber wir teilen uns eine Zelle, ja, das ist klar. Tür raus. Wir wollen nächste Woche heiraten und erwarten ein Kind. Nichts wird dir geheiratet, nichts. Und niemand wird geheiratet, verdammt. Nur ich. Der Trick hat nicht geklappt, Schatz. Schade drum. Oh Mann. Mist. So. So, und jetzt hoffen wir, dass diese Aufnahme klappt, ne? Ja, das hoffen wir. Und sagen, Gott. Sorry für den Lachflash zwischendrin. Ja. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Genau, ciao, ihr Lieben. Dran, ihr.